Tarifverhandlungen in der rheinland-pfälzischen Chemieindustrie. In der ersten Verhandlungsrunde wies der Arbeitgeberverband Chemie die Forderung der Gewerkschaft IGBCE von 5,5% Lohnerhöhung zurück. 5,5% sind aus unserer Sicht weit überhöht und wirtschaftlich nicht zu akzeptieren. Der Grund ist, dass wir heute mit der Produktion in der Chemieindustrie noch immer unter dem Vorkrisenniveau von 2007 liegen. Tatsächlich sind aber seit 2007 die Lohnkosten kräftig weiter gestiegen. Diese Schere müssen wir erst schließen, bevor wir über kräftige Lohnerhöhungen reden können. Nach Angaben des Arbeitgeberverbandes Chemie müssen viele Betriebe in Rheinland-Pfalz derzeit Umsatzrückgänge und steigende Energiekosten verkraften. Ein kräftiges Wachstum als Grundlage einer deutlichen Lohnerhöhung sei weit und breit nicht zu sehen. Die Aussichten für 2014 seien verhalten und in den vergangenen 2 Jahren seien Konjunkturprognosen nach unten korrigiert worden. In der Sache liegen wir noch sehr weit auseinander. Die Einschätzung der wirtschaftlichen Lage, speziell was die Prognose für das Jahr 2014 betrifft, wird von unserer Seite sehr anders gesehen als von Seiten der IGBCE. Übereinstimmung besteht darin, den Tarifvertrag Zukunft durch Ausbildung zu verlängern. Allerdings lehnen die Arbeitgeberverbände 60 Euro höhere Ausbildungsvergütungen und einen Übernahmezwang von Lehrlingen ab. Wohin der Weg führt, ist offen. Die Tarifverhandlungen sollen am 15. Januar 2014 in Darmstadt auf Bundesebene weitergeführt werden. Wir sind ziemlich sicher, dass bei der Situation, wo wir sehr weit auseinander liegen, wir noch viele harte Stunden und Verhandlungen quasi vor uns haben. Wir wissen aber in der Chemieindustrie auch, bisher ist es uns noch immer gelungen, am Ende zu einer Lösung zu kommen, die beide Seiten akzeptieren konnten. Der Arbeitgeberverband Chemie Rheinland-Pfalz vertritt 130 Unternehmen mit rund 67.000 Beschäftigten.